Willkommen zurück bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Heute wieder mal mit einem sogenannten Prunkschlitten der Heavy-Duty-Klasse. Allerdings hier aus der europäischen Ecke. Wir sehen es unschwer. Ein Mercedes-Benz und zwar hier ein W108. Nicht zu verwechseln mit einer S-Klasse. Eigentlich schon. Aber die offizielle Verkaufsbezeichnung war damals noch nicht S-Klasse. Es war der Vorläufer des W116. Hier als W108 werksintern genannt. Der Bruder W109. Dazu mehr etwas später. War hier der legitime Nachfolger der sogenannten Heckflossengeneration. Wir kennen sie alle noch, ich zumindest noch als Kind, das W111 und sollte hier der Vorstoß in die Oberklasse sein. Und hier war auch das erste Mal ein V8 zu finden in dieser W108-W109 Baugruppe. Und so ein Modell haben wir auch hier vor der Linse, ein 280 SE 3,5 Liter, das heißt 3,5 Liter Hubraum. Kurz zur Historie vom W108. Debüt war 1965, Bauzeitraum bis 1972. Es gab etliche Motoren im Sechszylinderbereich und auch V8, angefangen mit dem 250S, 250 SE, die dann später folgten. Das waren dann mechanische Einspritzungen, 300er bzw. 280er, die dann auch später kamen mit 150 bzw. 160 PS. In der Einspritzversion waren es 160 PS tatsächlich und dann noch die alten 300 SE, also es waren Alu-Motoren, die noch quasi vom Adenauer Mercedes stammten. Und sorry für die Windverhältnisse, aber heute ist es wieder ein bisschen windiger. Bis hin zum 300er, wie gesagt, der Alu-Motor, der allerdings auch nicht ganz vollgasfest war, wie auch der 250er. Und die Krönung war dann quasi die V8 Macht mit 3,5 Liter für den europäischen Markt mit 200 PS. Für den amerikanischen Markt gab es einen 4,5 Liter, immerhin mehr Hubraum. Man denkt, sollte auch mehr Leistung haben. Nein, durch diese etwas strengeren Abgasvorschriften musste quasi der Motor deutlich geringer verdichtet werden und dadurch kamen trotz 1 Liter mehr Hubraums 2 PS weniger raus, das heißt 198 PS. Dafür hatte aber der 4,5 Liter der US-Version ein Dreigang Drehmomentwandlergetriebe, wohingegen hier so ein deutsches Modell mit 3,5 Liter noch immerhin einen Viergang-Automatik hat, aber eine sogenannte eine flüssigkeitsgesteuerte Automatik, also eine Art Hydropneumatik mit vier Gängen. Diese Drehmomentwandlerautomatikgetriebe kam dann erst durchgängig im W116 zum Einsatz. Und wir haben hier heute ein Fahrzeug, das sich so im Zustand 3 bewegt, auch wenn der Lack hier glänzt. Wir haben hier diese typische Farbe, die es oftmals gab, und zwar nennt sich das Cremeweiß. Nicht zu verwechseln, eine böse Zunge sagt manchmal Spermaweiß, aber es heißt Cremeweiß mit immerhin Colorverglasung. Derjenige, der nicht rot-grün blind ist, sieht, dass wir hier grünes Glas haben und wir haben einen Kilometerstand von 13.000 Kilometer laut Tacho selbstverständlich, denn wir haben hier keine, ich sage jetzt mal so, plausibel nachvollziehbare Historie, aber dennoch etliche Rechnungen des letzten Vorbesitzers, der in den letzten 2 Jahren da sage und schreibe 17.000 Euro reingebuttert hat in Form von Technik und Sattlerarbeiten, was ich euch dann gleich zeigen werde. Dennoch ist der Wagen natürlich auch restauriert worden, er ist auch geschweißt worden, was ich so gesehen habe, an den typischen Stellen der Schweller im vorderen und hinteren Bereich, da um die Wagenheberaufnahmen herum. Eine typische Schwachstelle des W108, wie auch die Längsträger vorne, die sogenannten Bananen-Längsträger. Und auch diese Kotflügel vorne, da wo die Lampeneinfassungen sind, auch die Quadraverse. Es gibt also viele Bereiche, wo so ein W108, ich wollte schon sagen rostet. Ja. Rocken tut er aber auch, abgesehen davon. Aber
Hier ist natürlich einiges schon gemacht worden, wenngleich auch nicht fertiggestellt worden bis zur finalen Güte, sage ich jetzt mal. Die Felgen hingegen, wir haben hier die geschmiedeten Fuchsfelgen, auch Barockfelgen genannt, in 14 Zoll. Die wiederum sind sehr, sehr schön, die sind aufgearbeitet worden. Die Reifen sind auch relativ frisch, die sind von 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Immerhin hat der Wagen natürlich eine H-Zulassung und noch TÜV bis 3/20. Also man kann ihn theoretisch fahren, reinsetzen, er läuft auch, springt an, zuverlässig, es funktioniert. Und wie gesagt, die Sattlerarbeiten, die waren sehr umfänglich, wie auch die Instandsetzung des Servolenkgetriebe, weil wir haben hier immerhin eine Servolenkung, die aber allerdings serienmäßig war. Beim 280er ging es schon los und wir haben immerhin ein Schiebedach elektrisch, das war ein Extra. Und wie gesagt, die Colorverglasung und Zentralverriegelung, immerhin für damalige Verhältnisse, Ausstellfenster, das war aber allerdings Serie. Ich brauche gar nicht um den Lack herumzugehen, weil wir werden hier keinen Kratzer finden. Ich habe aber im Teil 2 nochmal ein Video vom Unterboden gemacht für etwaige Interessenten, die von weiter her kommen, die sich ein Bild machen können, auch von der sogenannten Eingelenk-Pendelachse hinten mit dem mit dieser hydraulischen Feder, die quasi in der Mitte der Achse sitzt, über der Achse, und soll versuchen, quasi den die zwei Federbeine zu stützen. Das ist noch so ein Konstrukt aus dem Bereich W111. Das wurde dann aber für die W116 aufgegeben. Und was ich noch erwähnen wollte, rein Interesse halber, der Unterschied zwischen W108 und W109 war eigentlich die gleiche Karosserie, aber die W109er sind alles die 300 SEL, also Langversion, die alle dann zwingend Luftfederung haben. Das heißt, die W108er haben alle praktisch, sind Stahl gefedert, ja? Ganz regulär. Also W109 Luft, W108 Stahlfeder. Und hier haben wir quasi die abgespeckte Version, ein 280er. SE 3.5, ja, das war immerhin schon mal ein Aufstieg zum 280 SE 6-Zylinder, die im Übrigen noch eine mechanische Einspritzanlage hatten, eine sogenannte 6-Stempel-mechanische Jetronic, die, wenn sie dann kaputt ist, auch sehr teuer wird, wenn man sie instand setzen möchte. Und die 3.5er V8 hatten immerhin dann eine sogenannte D-Jetronic, also eine elektronische Saugrohreinspritzung, die bedeutend weniger anfällig ist und auch funktioniert. Das nochmal zum Vergleich. 1972 kam ja dann quasi der W116. Den dürften viele noch meiner Abonnenten auch kennen. Da war ja dann quasi das Spitzenmodell ab 1975 der 450 SEL 6.9. Im Übrigen war hier das Spitzenmodell nicht der 3.5er oder die US-Version als 4.5er, sondern nein, der 300 SEL 6.3. Und davon gab es ja auch noch, wer weiß es, die sogenannte rote Wildsau oder rote Sau von AMG. Praktisch so ein Rennableger, sagen wir mal, so ein Derivat, was AMG aufgebaut hat. Das war übrigens das erste Auto, so viel ich weiß, mit dem AMG in die Rennen gestartet ist. Mit einem 6,3 Liter Big Block V8 in Rot, deswegen auch der Name Rot, die rote Sau. Und das war das Spitzenmodell, immerhin mit 250 PS. Der Motor stammte, Moment, ich gehe mal aus dem Wind, der Motor stammte beim 6.3er dann aus dem 600er Pullman. Der ein oder andere kennt noch den 600er Pullman, das war die Langversion, die viele Staatspräsidenten gefahren haben mit den Standartenhaltern und so weiter, oder wenn der Papst aus dem Landau-Lee gewunken hat. Ja. Das waren 6,3 Liter mit 250 PS und deutlich über 500 Newtonmeter. Da haben die Socken gequalmt, da gab es schwarze Striche auf, auf dem Asphalt. Und ich zeige euch mal kurz das Interieur, wie so ein Ding aussieht. Übrigens, der ist hier komplett versiegelt worden mit Mike Sanders Hohlraumschutzversiegelung für 700 Euro. Und man sieht es hier unschwer, wir haben hier ein karamellfarbenes Lederinterieur. Wo man dazu sagen muss, dass die Türpappen noch original sind. Die Farbe differiert ein wenig, aber dennoch könnte man sagen, ja, kann man erstmal so lassen. Wenn man es perfekt haben möchte oder würde haben wollen, dann müsste man natürlich hier auch nochmal rangehen. Also hier haben wir schon eine Patina, wie man sieht, das ist noch original. Auto ist ja auch schon deutlich über 40 Jahre alt, 45, 50, na 50 nicht, aber schon sehr, sehr alt. Der Dachhimmel ist auch noch der erste, wie man sieht.
Ja, so sah das aus damals. Kenne ich auch noch aus den Autos der 70er Jahren. Und wir haben den Teppich, der sieht mir jetzt auch nicht aus, als wenn der von 1971 wäre, weil wir haben hier einen 371er. Und nun sehen wir hier dieses Dashboard von so einem alten Heavy Duty Benz und auch der Cook, ja, der ist natürlich schon fett. Mit diesen ausgewölbten Kotflügeln da vorne, der fette Stern und hier dieses Lenkrad, wo man meint, auf den ersten Blick dachte ich, hier guck mal, das ist ja hier so ein Elfenbeinlenkrad mit Dekor. Nein, das ist kein Dekor, das sind leichte Haarrisse, ja. Aber auf den ersten Blick sah das so aus. Aber das Lenkrad ist auch schon mal bearbeitet worden. Und ja, wir haben hier ein zeitgenössisches Becker Europa 2 Stereo, Radio ohne Kassette selbstverständlich. Und wir haben hier so ein paar Schalter, die, ja, also hier haben wir zum Beispiel Licht und so weiter. Das habe ich ausprobiert, konnte ich jetzt überhaupt nicht sagen, ob da eine Funktion drauf war. Wer es weiß, kann es mir gerne mal in einen Kommentar schreiben. Hazard, so normalerweise Warnblinker. Und ja, wir haben hier Wassertemperatur, die steht auch, wenn der Motor steht, offenbar auf Temperatur. Der Öldruck sollte übrigens bei dem M116 Motor, so heißt der werksintern, der 3,5er, bei der Fahrt, also während der untertourigen Fahrt immer, oder sollte er 3 bar haben, das hat er hier in dem Fall auch, und im Leerlauf, wenn er warm ist, sollte er nicht unter 1,5 fallen. Tut er auch nicht, also nicht unter 1,5 bar fallen. Und wir haben hier die typische Lenkradschaltung noch. Dazu auch eine Anekdote, die W108 mit Lenkradschaltung konnte man vorne auch mit 3 Leuten hier bestücken, weil wir haben hier noch keine Anschnallgurte, ja, die war erst später Pflicht. Dazu gab es hier ein spezielles Kissen, also die Mittelarmlehne muss man sich wegdenken. Das wurde hier reingesteckt und dann konnte quasi nochmal jemand hier vorne sitzen, weil wenn dieser Automatikwählhebel hier in den Mitteltunnel gewesen wäre, dann wäre das hier weggefallen. Also das dazu. Hier hinten natürlich auch alles neu, klar. Und zu den Preisen, also ich habe hier, es liegen hier Rechnungen vor von über 17.000 oder knapp 17.000 Euro in den letzten 2 Jahren, was Technik und Sattlerarbeiten betrifft. Und wer Interesse hat, dieses schöne Stück hier zu vollenden, soll sich natürlich gerne melden. Wir starten mal hier so einen elektronischen Saugrohreinspritzer, ja. So hört sich das an. Und wir können auch gerne mal vorne reingucken, wie so ein Graugussblock V8 aussieht und tickert und tackert. Das ist hier der sogenannte Hochkühler. Moment, ich muss die Kamera jetzt auch mal wieder zur Seite nehmen, weil wir haben hier die Regelung. Hier sieht man auch schon unschwer dieses ganze Mike Sanders Korrosionsschutzfett, also das ist umfänglich überall reingeflossen. Hier sind etliche Sachen, wie diese Servoleitung ist ja auch neu gemacht worden, wie auch, ich hab's nicht im Kopf, die Rechnungen liegen vor. Die sind alle eingescannt, bei Interesse werden wir das natürlich gerne weiter senden. Also wo man hinschaut, sieht man erstmal Wachs. Dennoch ist der Wagen natürlich lackiert worden. Er hat auch eine recht ordentliche Stärke, also 500, 600 µ. Teilweise muss natürlich auch ein bisschen gespachtelt werden. Das ist, bleibt nicht aus bei so einem Fahrzeug. Und ich erwähne es lieber vorher. Hier hat er einen Schaden gehabt in 10-17. Wertgutachten ist in 2-17 gemacht worden, über 38.500 Euro. Und hatte dann im Oktober einen Unfall hier an dieser Ecke hier vorne. Da gibt es auch ein Schadensgutachten und wer sich dafür interessiert, kann das gerne natürlich bekommen. Hier unten diese Quadraverse, naja, man sieht hier überall den Wachs. Der Kühler scheint mir auch nicht der erste zu sein. Der Chrom sieht hier gut aus, vorne zumindest. Auch hier von den Scheinwerfern, das ist auch nicht von 1971, kann ich mir nicht vorstellen. Hier nochmal einen Blick auf die Barockfelgen geworfen. Dahinter sehen wir die Bremsscheiben. Wie gesagt, die Reifen von 2015. Die Türen sollte man auch immer wieder begutachten, aber auch die sind natürlich mit Sicherheit schon mal überarbeitet worden.
wie sie überarbeitet worden sind, entzieht sich meines Kenntnisstands. Hier haben wir so eine Wagenheberaufnahme, da ist halt mal gebrutzelt worden, man sieht es, ja, es ist hier geschweißt worden. Weil das sind auch diese vakanten Stellen von diesem W108, auch die Radläufe und so weiter. Die Autos hatten ja auch mal ein Leben vor dem Liebhaberstatus, sag ich jetzt mal. Ja. Hier, der Chrom ist ein bisschen angegriffen, den könnte man versuchen aufzuarbeiten oder man holt sich neuen Ersatz, wenn man es perfekt haben möchte. Und wenn man hier nochmal reinguckt in den Kofferraum, das ist alles trocken auf jeden Fall. Gut, was will man hier auch sehen? Das ist auf jeden Fall furzetrocken. Also es wurde einiges investiert. Wie gesagt, ein Wertgutachten gibt es auch. Aber er ist nach meinem Dafürhalten im Zustand 3-Fahrzeug, der durchaus alltagstauglich ist. Wie gesagt, TÜV hat er ja. Aber man kann natürlich hier immer weitermachen. Ja, bis zum Gott erbrechen. Um so ein Auto, also in Zustand 1 gibt es glaube ich keine W108. Zustand 2 schon, aber dennoch sehe ich so Restauration, also Vollrestauration, die richtig Geld kosten, eher bei den Coupés, ja, die auch natürlich von den Preisen her deutlich abgehobener sind als hier bei einem W108. Aber ich wollte euch den mal hier kurz ist gut, finde ich jetzt viel zu lang, vorgestellt haben. Als Oldtimer-Mercedes, obwohl ich ja eigentlich einen Youngtimer-Kanal habe, aber das heißt ja nicht, dass wir auch hier Oldtimer mit aufnehmen. Haben wir schon einige gehabt. Und soweit erstmal dazu. Ich mache natürlich nochmal eine Inboard-Fahrt. Wir wollen ja mal hören, wie das Motörchen so klingt, wie das Getriebe so schaltet. Und sag erstmal bis dahin tschüss, euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung. Bleibt am Ball, abonniert meinen Kanal und sorry für die Wackelei hier. Die Wiese ist schon hoch und der Wind ist relativ stark im Vergleich zu Ostern. Ich verabschiede mich und sage bye bye bis im Teil 2. Bleibt dran. Tschüss.